Dann kommen wir zu dem nächsten Vortrag von Michael Liebert. Michael ist, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, Firmware-Entwickler, Open Source-Enthusiast und Mitglied beim ADFC. Und in dem Kontext dreht sich auch der nächste Vortrag, und zwar über Überholabstandsmessungen für Radfahrende. Ich erzähle jetzt gar nicht mehr über Michael, weil er noch eine Folie hat und sich selber ein bisschen was über sich selber erzählt. Und genau, dann Dankeschön. Ja, danke für die Einleitung. Vortrag ist wie folgt aufgebaut. Wir schauen uns erstmal an, was war die Motivation für den Open Bike Sensor. Was ist der Open Bike Sensor im Detail? Die Geschichte, wie die Entwicklung vonstatten ging. Wir schauen uns die Ziele an, die Community, die den Open Bike Sensor entwickelt, Geräte, Hardware. Ich habe auch was zum Anschauen mitgebracht, können wir dann später auch noch, wer mag, vorkommen und anschauen am Ende des Vortrags. Die Firmware ist ein Thema, die auf dem Sensor läuft. Und dann schauen wir uns das Portal an, wie kann man die Daten, die gesammelt wurden, auswerten und analysieren. Und zum Schluss noch ein paar Punkte, wie wir in Augsburg vorgehen mit dem Sensor. Wie schon angekündigt, bin ich Embedded Software Entwickler bei einer kleinen Augsburger Dienstleistungsfirma namens IBV Echtzeit und Embedded GmbH. Und wer mehr dazu wissen will, gerne auf die Webseite schauen. Wir suchen auch gerade Leute, die motiviert sind, Embedded Software zu entwickeln und Spaß haben, sich durch Datenblätter von Netzwerkcontrollern zu arbeiten oder von Mikroprozessoren und so weiter. Privat bin ich beim ADFC Augsburg aktiv seit 2020, bin da vor allem im Bereich Verkehrspolitik aktiv und versuche mitzuarbeiten, dass die Radverkehrsinfrastruktur Stück für Stück besser wird. Ist oft ein mühsamer Weg, aber jedes Jahr gibt es auch ein paar Verbesserungen. Außerdem bin ich seit diesem Winter, ich nenne es mal, in der technischen Open Bike Sensor Projektleitung für Augsburg aktiv. Also habe da verschiedene Workshops schon organisiert und bin gerade dabei, zusammen mit anderen die Sensoren auf die Straße zu bringen, die wir hier gebaut haben. Dann habe ich mir noch den Portalbetrieb angeschaut. Wir haben mal testweise ein eigenes Portal in Augsburg betrieben, sind aber inzwischen umgeschwenkt auf ein größeres, aber dazu kommt dann später noch mehr. Zur Motivation, was ist eigentlich Überholen? Dazu muss man in die StVO schauen, da steht einiges dazu. Im ersten Paragraph von der StVO steht schon mal was Allgemeines, wie man sich im Verkehr verhalten soll. Da steht, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert. Das ist das sogenannte Rücksichtnahmegebot. Und wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird. Das sogenannte Gefährdungsverbot. Wenn man in den Paragraph 5 schaut, da steht dann was zum Thema Überholen. Und folgendes, überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des gesamten Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist. Also man muss in die Zukunft planen und schauen, ob das möglich ist ohne Gefährdung. Und überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt, damit der Überholvorgang möglichst kurz ist. Wer zum Überholen ausschert, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Und beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden. Und insbesondere jetzt kommen die Fahrradfahrer und Fußgänger ins Spiel. Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von zu Fuß gehenden Radfahrenden und so weiter beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens 2 Meter. Und das ist das sogenannte Abstandsgebot. Dann noch ganz unten die unterste Zeile. Das ist noch ein kleines Detail, was auch manchmal interessant ist zu wissen. Wie ist es eigentlich an Ampeln, wenn ein Rückstau entsteht und quasi viele Autos hintereinander stehen? Und da steht tatsächlich, dass wenn ausreichend Raum ist, dürfen Radfahrende und Mofafahrende die Autos überholen,
und quasi auf der rechts davon mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht entlang vorbeifahren. Also überholen ist quasi das Vorbeifahren auf demselben Straßenteil an einem anderen Verkehrsteilnehmer, der sich in dieselbe Richtung bewegt. Im einfachsten Beispiel ist es eine Straße, wo keine Radverkehrsinfrastruktur besteht, also Rad und Auto teilen sich die Straße. Was es dann noch geben kann, ist der Schutzstreifen. Wir sehen hier unten ein Bild aus Augsburg. Die Stadionstraße in der Nähe vom Rosenau-Stadion wurde erst umgebaut. Da ist die Linie unterbrochen beim Schutzstreifen und laut Definition ist es kein anderer Straßenteil, sondern derselbe Straßenteil und gehört somit zur Fahrbahn. Und das Abstandsgebot, was wir vorhin in der StVO gesehen haben, das gilt hier auch. Dann gibt es noch ein paar andere Arten von Radweginfrastruktur, und zwar der Radfahrstreifen, den sehen wir da unten in dem Bild, auf der Fahrbahn, aber jetzt mit durchgezogener Linie. Und wir sehen auch gleichzeitig einen Hochbordradweg hier oben. Ist eher selten, dass beide Arten von Radinfrastruktur an der gleichen Stelle vorhanden sind. Das ist auch nicht in Augsburg entstanden, weil in Augsburg muss man eher froh sein, dass es überhaupt einen Radweg gibt. So, schauen wir nochmal auf den Radfahrstreifen. Der ist hier laut Gesetz ein Sonderweg und daher kein Teil der Fahrbahn. Heißt aber jetzt nicht, dass da das Vorbeifahren ohne Sicherheitsabstand möglich ist, sondern wir kommen wieder hier zurück zum Rücksichtnahmegebot und dem Gefährdungsverbot. Das heißt, es muss hier trotzdem ein Sicherheitsabstand beim Vorbeifahren eingehalten werden. Das Problem ist nämlich bei zu geringen Sicherheitsabständen beim Überholen. Viele Menschen fühlen sich subjektiv unsicher und vermeiden dadurch bestimmte Situationen. Vor allem bestimmte Personengruppen vermeiden es überhaupt, Fahrrad zu fahren. Ältere Personen, Frauen, Kinder und potenzielle Umsteiger, die gern Fahrrad fahren würden, aber sich vor allem in großen Städten einfach nicht trauen. Und in der Praxis wird man einfach viel zu oft eng überholt. Und wir sehen auch hier auf dem Foto ein klassisches Beispiel mit dem Schutzstreifen und das Problem, dass rechts parkende Autos stehen. Und da gibt es eigentlich auch eine Empfehlung, dass man nicht zu nah an den parkenden Autos entlangfahren soll, weil jederzeit aus Unachtsamkeit eine Tür aufgehen kann und man dann in der Tür landen würde. Also da gab es schon Rechtsprechungen, die empfehlen, so ungefähr einen Meter Abstand zu halten als Radfahrender. Und dann müsste man ja schon hier eigentlich auf der weißen gestrichelten Linie fahren und da beginnt dann erst die 1,5 Meter, die das Auto noch einhalten müsste. Jetzt mal Umfrage in die Runde. Wer von euch fährt eigentlich regelmäßig mit dem Fahrrad? So 3/4. Und wer wurde schon mal zu eng überholt? Die meisten. Gegenfrage, wer überholt manchmal zu eng oder bisher? Ich gebe es auch selber zu, es ist mir auch schon mal passiert, aber seitdem ich darüber Bescheid weiß, mache ich es nicht mehr. So, jetzt kommen wir zum Open Bike Sensor. Der hat viele Open Begriffe in der Übersicht, und zwar ganz klassisch Open Source, nämlich die Hardware ist Open, die Software ist Open Source und im Grunde ist es eine bundesweite ehrenamtliche Initiative, die das Gerät entwickelt, die Firmware dafür weiterentwickelt, die Visualisierungssoftware vorantreibt, eben zum Erfassen von Überholabständen. Dokumentiert wird quasi, wo und wann wird man überholt und wie groß war der Abstand oder wie klein war der Abstand. Die Anleitungen dazu stehen frei im Netz, also jeder, der mag, kann so einen Sensor selber nachbauen. Open Data, die Daten stehen anschließend frei zur Verfügung im Internet. Jeder kann sich die Daten runterladen und analysieren. Open Knowledge, Open Science, gemeinsam wird gelernt, das Projekt weiterentwickelt, offener Austausch findet statt und das Wissen wird somit zusammen erweitert. Open Innovation, die Gesellschaft wird zusammengestaltet,
Das ist jetzt der Vergleich dazu, wenn in einer Firma entwickelt wird, wird es oft im Entwicklungskämmerchen weiterentwickelt. Aber hier geschieht alles offen und es können neue Ideen eingebracht werden. Und die Zivilgesellschaft beteiligt sich quasi an der Weiterentwicklung und dann hoffentlich auch an der Verbesserung der Radinfrastruktur. Webseite heißt openbikesensor.org. Da ist alles zentral gesammelt. Gibt einen GitHub-Account auf Open Bike Sensor und da kann man sich die ganzen Sourcen runterladen und alle möglichen Files und Skripte, die schon erstellt wurden. Wie ist der Open Bike Sensor entstanden? Im Jahr 2006, 2007 hat ein Forscher aus UK angefangen, Bicycle Overtaking Studies durchzuführen. Der hat quasi sein Fahrrad genommen, hat dann eine Kamera erstmal hingeschraubt und dann Ultraschallabstandssensoren, um diese Überholabstände zu messen. Hat dann, ich glaube, tausende Messungen damit erfasst und darüber eine Studie geschrieben. Dann 2018, ist eine Zeit lang vergangen, da hat der Tagesspiegel Berlin, eine Tageszeitung in Berlin, ein Projekt namens Radmesser gestartet. Dabei war die Idee eben, systematisch mal Berlin zu erfassen, wie gut da die Überholabstände stattfinden. Im Frühjahr 2019 war dann auch der erste Prototyp daraus entstanden. Das sehen wir hier in Gelb. Wurde er unten an den Rahmen, ans Fahrrad geschnallt und hat dann auch mit Ultraschall die Abstände gemessen. Im Winter 2019 wurde dann der sogenannte Draht-Eagle entwickelt. Das war quasi eine Weiterentwicklung aus dem Radmesser und wurde vom Verein Zweirad Stuttgart entwickelt, die sich generell mit Fahrradthemen beschäftigen und da auch schon verschiedene Lösungen dafür entwickelt haben. Draht-Eagle wohl deshalb, weil viele Kabel rumhingen und in die Box gezwängt wurden und dann auch wieder am Fahrrad befestigt wurden. Dann wurde langsam der Open Bike Sensor geboren, also wieder als Weiterentwicklung von dem Draht-Eagle. Und zwar gab es im Sommer 2020 das erste PCB, das gedruckt wurde und dann bestückt wurde von Bastlern mit der notwendigen Hardware. Wurde auch wieder in ein 3D gedrucktes Gehäuse gepackt. Und seit Herbst, Winter 2020 besteht jetzt so ungefähr die aktuelle Variante, die wir auch hier vorne sehen. Und seitdem wurde noch viel an der Infrastruktur weiterentwickelt und unter anderem ein Verein gegründet, der die ganze weitere Entwicklung trägt. 2020 wurde der Deutsche Fahrradpreis verliehen in der Kategorie Service und Kommunikation, hat der Open Bike Sensor gewonnen. Video ist verlinkt. Die Folien landen dann später auch auf der Pre-Talks-Seite, also auf der Vortragsseite von der Veranstaltung hier. So, jetzt zu den Zielen vom Sensor. Die Überholabstände möglichst flächendeckend aufzeichnen, also wirklich die Städte natürlich zuerst, weil da die meisten radeln, dann Richtung Orte, Kommunen und Kreise und das gesamte Land abdecken. Da das Sammeln von den Daten und Überholvorgängen auf dem erwähnten Portal, um Informationen über den Radverkehr zu erlangen. Wo fahren besonders viele Radfahrer, wo gibt es Gefahrenstellen, also wo wird besonders oft eng überholt und wo herrscht auch Aufklärungsbedarf von Seiten der Kommunen oder Verbände, wo könnte man eventuell Überholverbote einrichten und wo muss man die Infrastruktur vielleicht anpassen, damit die Abstände besser werden? Der Begriff Empowerment Citizen Science soll sagen, statt sich passiv unsicher zu fühlen beim Radfahren, aber nicht so genau wissen, warum, sammeln Radfahrer aktiv Evidenz, um eben möglichst zentimetergenau die Abstände zu dokumentieren. Hier sehen wir eine Karte mit den lokalen Initiativen, also jeder Punkt auf der Karte, da gibt es in Deutschland schon
eine Gruppierung, die mehrere Sensoren meistens gebaut hat und damit schon durch die Gegend fährt. Manchmal gibt es auch Einzelpersonen, die sich selber einen Sensor gebaut haben, aber meistens wird schon im Team entwickelt und auch im Team dann ausgewertet und besprochen. Es sind so um die 50 Initiativen bisher in Deutschland, aber werden nach und nach mehr, so wie in Augsburg auch. Überregional gibt es die Community, die sich quasi im Forum vom Open Bike Sensor Projekt trifft und da diskutiert, was kann man optimieren an dem Sensor, mögliche Fehlerbilder austauschen und ja, das Projekt insgesamt weiterbringen. Es gibt einen Videochat, da kann man sich alle 2 Wochen einschalten, in der Regel alle 2 Wochen, und Fragen direkt mit den Entwicklern diskutieren. Ja, Matrix noch als Chat-Variante, also viele Möglichkeiten. Wie kommt man an einen Open-Bike-Sensor? Leider gibt es noch keine Fertiglösung von der Stange, sodass man nicht einfach bei einem Shop das komplette Gerät bestellen kann, sondern man muss einen Bausatz sich zusammen sammeln. Es sind ca. 50 Einzelteile, die pro Gerät nötig sind. Idealerweise macht man dann Sammelbestellungen, um Kosten zu sparen und ja, Transportkosten auch zu sparen. Aber oft, vieles muss bei AliExpress in China bestellt werden oder kann, dass es möglichst billig wird. Und da wird es ja auch, je mehr man bestellt, desto billiger wird es insgesamt. Dann macht man in der Regel, wie gesagt, die Workshops, um ja, voneinander profitieren zu können. Der eine lötet lieber, der andere krimpt lieber. Dann gibt es Leute, die feilen, wenn man noch am 3D-Druckgehäuse noch irgendwas zurechtfeilen muss. Die Anleitung ist auf der Webseite auch ja, einzusehen. Und Herausforderungen entstehen oder entstanden bei uns vor allem beim JST-Krimpen. Diese japanischen Mini-Stecker, wo man sehr fein arbeiten muss, mit einmal dem Kabel, dem Draht aufzunehmen und dann noch die Hülse außenrum, dass es fest sitzt und trotzdem guten Kontakt hat. Löten ist manchmal ein Thema, also zum einen sollte man kalte Lötstellen natürlich verhindern, aber bei uns ist auch vorgekommen, dass jemand eine Diode falsch rum eingebaut hat und dann ging gar nichts. Der hat quasi den Strich ignoriert. Ja, und die Qualität von den AliExpress-Komponenten ist tatsächlich auch ein Thema, weil immer wieder mal Module ankommen, die entweder gar nicht funktionieren oder schon nach ein paar Tagen nicht mehr funktionieren. Also wir hatten zum Beispiel einen SD-Karten-Slot, da haben wir das zweite Mal die SD-Karte eingesteckt und dann ist der Käfig abgefallen. Dann muss man den neu anlöten und ankleben. Dann gab es GPS-Sensoren, die entweder gar nicht kommunizieren oder nie eine GPS-Position erfassen. Und dann, ja, dann bestellt man nochmal bei AliExpress nach und hofft, dass die nächsten Komponenten dann funktionieren. Hier mal der schematische Aufbau von dem Sensor. In der Mitte der ESP32, ein 32-Bit-Mikroprozessor, der 240 MHz hat, also sehr sparsam, aber für den Zweck genau ausreichend, weil das Ziel ist nämlich lange Akkulaufzeit, sodass man nicht dauernd laden muss. Wir kommen so auf 8 bis 10 Stunden, wenn der aktiv am Fahrrad eingeschaltet ist und aufzeichnet. Der ESP32 hat WLAN und Bluetooth zur Außenkommunikation, dazu später noch mehr. Zur Messung haben wir natürlich das GPS-Modul und 2 Ultraschallsensoren. Warum 2? Einer nach links und einer nach rechts, sodass beide Seiten aufgezeichnet werden. Manchmal ist nämlich, normal wird man ja eher links überholt, aber wenn die rechte Seite ist auch interessant, wenn man an parkenden Autos vorbeifährt, damit man da bestimmen kann, wie zentriert ist der Radfahrer unterwegs oder ist er eher ängstlich an der Seite. Und das hat dann auch Auswirkungen, wie wir aber später noch sehen werden. Dann haben wir eine SD-Karte zur Speicherung der aufgezeichneten Daten. Damit kann man, ich glaube, könnte man jahrelang fahren, was da standardmäßig verbaut wird oder empfohlen wird, bis man dann einmal die Daten hochlädt.
Wir haben einen Spannungsregler, beziehungsweise fangen wir mal beim Anschluss an, USB-C zum Laden des Akkus. Also man kann jedes Handy-Netzteil verwenden, auch bald die von den iPhones. Das geht an ein Lademodul, das wiederum den Lithium-Ionen-Akku auflädt und dann über einen Spannungsregler wird aus der variablen Spannung von der Batterie oder von dem Akku wird dann die konstante 3,3 Volt Versorgungsspannung generiert für den ESP32 und die Sensoren. Hier im Bild sehen wir die Hauptplatine mit den ganzen Modulen drauf. Rechts sind zwei identische Ultraschall-Sensorboards aufgesteckt, beziehungsweise mit 4 Pins aufgelötet. Oben in den Buchsen wird dann die Leitung eingesteckt, die dann zu den tatsächlichen Ultraschall-Lautsprechern geht. Wir haben in der Mitte den ESP32-Schalter zum Ein- und Ausschalten. Hier geht die Spannungsversorgung weg und links haben wir noch das GPS-Modul und die SD-Karten, den SD-Karten-Slot. Vorne im Bild die GPS-Antenne und rechts ist es also über ein Kabel, das ist dann hier mehrere Meter lang, ist dann ein Display-Gehäuse angeschlossen. Darin ist ein OLED-Display verbaut und ein Drucktaster, um quasi Überholvorgänge mit einem Tastendruck zu bestätigen. Hier noch ein bisschen mehr Details zu dem Thema, da wollen wir jetzt nicht komplett drauf eingehen, aber GPS-mäßig ist ein U-Blocks Neo 6M zum Beispiel verbaut, der per UART angebunden ist an den ESP32 und U-Blocks wird öfters verwendet für solche Bastelprojekte. Genau. Die angesprochenen Herausforderungen, was beim Bau entstehen können oder auch bei der Wartung von den Sensoren, also dass viel Kabel vorhanden sind und das Krimpen ein Thema ist, hat das Projekt motiviert, dass man die ganze Hardware ein bisschen optimiert, sodass weniger Kabelverbindungen entstehen, weil jedes einzelne Kabel kann ab und zu mal rausrutschen oder kann Probleme geben beim Einstecken. Und man soll natürlich eine schnellere Bauzeit hinbekommen von dem Sensor. So ein Workshop dauert bisher so 6 bis 10 Stunden, je nachdem, wie viel man vorbereitet und schon mal vorab krimmt, Kabel vorbereitet und so weiter. Daher entstanden 2 Weiterentwicklungen, die gerade ja, im prototypischen Stadium sich schon befinden. Einmal der OBS Lite. Der ist eine Kombination mit dem Smartphone, das heißt, das, was das Smartphone selber mitbringt, wird vom Smartphone übernommen, das heißt GPS, die Datenhaltung auf dem internen Flash-Speicher vom Smartphone, sodass am Open Bike Sensor selber nur noch die Ultraschallsensoren notwendig sind und der ESP32, der die Daten irgendwie an das Smartphone sendet, Bluetooth ist da, glaube ich, die Wahl. Ob noch ein Taster zusätzlich verwendet, weiß ich jetzt aktuell nicht. Da wäre ja auch möglich, dass man auf dem Handy eine App hat, wo man dann draufklickt. Eine andere Optimierung ist der OBS Pro. Da ist das Ziel, eine automatisch bestückbare Hardware hinzubekommen, die dann möglichst schnell von einer Maschine produziert werden kann. Und dann hat man Pro-Varianten von den Komponenten, dadurch hoffentlich weniger Ausfälle und aber den Nachteil, dass es ein bisschen teurer sein wird. Wenn man aber dann in großer Masse produzieren kann, dann wird es wahrscheinlich sogar zu einem ähnlichen Preis funktionieren wie bisher. Genau, da haben wir dann eben nur ein PCB und noch ein paar Stecker, wie wir hier auf dem Bild auch sehen. Also ich sehe gerade 2 Kabel, die angeschlossen sind, das Display in dem Fall mit dem Taster und die Spannungsversorgung. Das Gehäuse kommt aus dem 3D-Drucker. Da gibt es in OpenSCAD Files, die man verwenden kann zum Drucken. Also bei uns in Augsburg haben auch 2 Leute die Dateien geöffnet und auf ihren Drucker gepackt und ein paar Stunden später waren dann die Bauteile schon fertig gedruckt.
Man kann über einen Case-Generator ein eigenes Logo draufdrucken lassen, also ein PNG-File zum Beispiel reinpacken und dann wird hier zum Beispiel das ADFC-Logo draufgedruckt. Wie wird der Sensor am Rad montiert? Das Gehäuse wird in der Regel an die Sattelstütze angebracht. Das ist auch zweiteilig, sodass man einen Teil immer an der Sattelstütze belassen kann, mit Kabelbinder festgemacht. Und man kann das abnehmen und quasi den Sensor dann mit in die Wohnung nehmen oder sonst wohin. Kleine Anmerkung, ist nämlich nicht wasserdicht, sondern nur grob Spritzwasser geschützt, aber man sollte schon vermeiden, dass man mit dem Ding in Regen kommt. Bei kleinen Rädern macht es Probleme an der Sattelstütze, da ist dann eine Alternative, eine Gepäckträgerhalterung zu verwenden, wo dann hinten der Sensor platziert wird. Das Display kommt vorne an den Lenker und dann kann man mit dem Knopf eben, wie bereits erwähnt, die Überholvorgänge triggern bzw. markieren. Hier was zur Firmware, die auf dem Sensor läuft. Ist in C++ geschrieben. Espressive, das ist der Hersteller von dem ESP32, der bringt schon sehr viel mit an Bibliotheken und Komponenten und Beispielen. Und so werden viele Bibliotheken eingebunden und Treiber, WLAN, Display, GPS, SD-Karte und Ultraschall. Dann stellt die Software oder die Firmware ein Webinterface zur Verfügung zur Konfiguration vom Sensor. Da wird zum einen mal die Lenkerbreite eingestellt, weil die Messung beginnt nur am Ende vom Lenker, weil man will ja nicht, dass das Schlimmste, was passieren kann, dass ein Auto den Lenker berührt, dann führt es ja schon zum Unfall und darum ist der Abstand ab der Außenkante vom Lenker zu betrachten. Dann kann man Privacy-Zonen einrichten, das sind Rechtecke, die quasi um das eigene Haus gesetzt werden können, wenn man vermeiden will, dass man auf den Track sieht, wo man genau sich aufhält und so weiter. Dann wird der Upload von den aufgezeichneten Daten über WLAN durchgeführt. Und dazu muss man auch in der Webseite oder in dem Webinterface die WLAN-Daten vom Heim-WLAN eintragen, damit sich der OpenBike-Sensor dann in das Heimnetzwerk einwählen kann und dann dort die Daten ins Internet hochladen kann. Die Firmware wird über Platform.io entwickelt. Das ist so eine Abstraktionsbibliothek für verschiedene Embedded-Entwicklungsprojekte. Herausforderungen bei der Firmware sind, wie so oft bei Bastelprojekten, ein bisschen quick and dirty Softwarequalität. Die kann aber jeder, der interessiert ist, dank GitHub beheben und analysieren. Und der begrenzte Speicherplatz ist manchmal ein Thema, weil halt jede weitere Bibliothek die Firmware aufbläht und wir haben, ich weiß nicht genau, 4 oder 8 Megabyte Flash-Speicher und da muss man dann aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und bei GitHub gibt es viele Features, aber auch viele Bugfixes bzw. Bug-Reports. Einiges wird dann immer wieder mal gefixt und ja. Rechts im Bild sehen wir noch das Webinterface zum Konfigurieren der gesagten Punkte und man kann noch wesentlich mehr konfigurieren. Ist sehr flexibel einzurichten. Man kann auch bestimmen, was auf dem Display dann genau angezeigt werden soll. Genau. Wenn wir uns dann auf die Fahrt begeben mit dem montierten OpenBike-Sensor, dann liefert jede Fahrt ein Log-File, das ist im CSV-Format, wo ich glaube pro Sekunde mehrere Einträge erstellt werden. Da steht dann drin GPS-Position, welche Fahrtrichtung man hat, die Uhrzeit und die Geschwindigkeit und natürlich das Wichtigste, die Abstände nach links und rechts. Und so ein Log-File, also eine Fahrt, die beginnt, wenn man den Sensor einschaltet und endet, wenn man ihn ausschaltet. Das heißt, in OBS-Sprache ist es dann ein Track, eine Fahrt. Die Daten können, wie gesagt, nachher mit WLAN hochgeladen werden aufs Portal. Und, kleiner Hinweis, die Daten sind nicht gerichtsfest, weil die Sensoren nicht geeicht sind. Kleine Anmerkung, wie die Polizei vorgeht, wenn sie Überholabstände misst. Die machen das bisher nur mit Augenscheinkontrollen. Also man sieht auch
ab und zu in Augsburg Radfahrer, also radfahrende Polizisten, die dann sich an eine bestimmte Stelle hinstellen und abwarten und mit den Augen kontrollieren. Bitte? Die Augen wurden geeicht. Ja, unwahrscheinlich. Das Portal ist eine Webanwendung für die Visualisierung der Daten. Hier wird ein dezentraler Ansatz verfolgt. Das heißt, es gibt nicht ein Portal, wo alle Daten landen, sondern prinzipiell kann jeder ein Portal selber hosten und betreiben. Ist allerdings ein gewisser Aufwand und es macht ja wenig Sinn, dass viele Portale entstehen, aber die Idee ist so ein paar in Deutschland. Es gibt auch jetzt eins, das nächste hier ist für Baden-Württemberg und Bayern zuständig. Dann gibt es eins in Brandenburg, Osnabrück, glaube ich, und noch ein paar andere Gliederungen. Und für wen es bisher kein eigenes Portal gibt, da gibt es das offizielle von openbikesensor.org, wo man dann auch noch Daten hochladen kann. Aber das Ziel ist wirklich, dass es dezentral stattfindet, weil ja die Benutzer auch wegen den sensiblen Bewegungsdaten selber entscheiden dürfen, wem sie ihre Daten anvertrauen. Genau, die Daten werden quasi gespendet von den Teilnehmern und dann erlauben sie das anonymisierte Auswerten von den Fahrdaten. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Linux-Teil. Das Portal wird über ein Docker-Compose-File gesteuert, wo verschiedene Docker-Dienste drin sind. Zum einen für die Datenbank wird PostgreSQL verwendet. Darin werden zu Beginn eines, also wenn ein Portal neu aufgesetzt wird, werden OpenStreetMap-Stammdaten importiert. Das sind zum Beispiel dann für ganz Deutschland die ganzen Rohdaten aus OpenStreetMap, sind dann mehrere hundert Megabyte, wo drin steht, wo sind Straßen, welche Eigenschaften haben die? Haben die einen Radfahrstreifen oder einen Schutzstreifen oder nichts dergleichen? Der Straßenname steht natürlich auch drin. Und zusätzlich wird die Datenbank verwendet, um die verarbeiteten Track-Daten zu speichern. Wer verarbeitet die Track-Daten? Das Backend, das ist in Python implementiert. Und da gibt es den sogenannten Worker. Der ist zuständig, dass er die Track-Daten, die ja im CSV-Format importiert werden, die verarbeitet der Worker und generiert daraus die Informationen für die weitere Analyse und speichert diese dann in der Datenbank. Das Backend stellt eine REST-API bereit, zum einen für die Track-Uploads und zum anderen für die Webseite, um die OpenStreetMap-Kacheln aufzuwerten. Da sehen wir dann später noch, dass quasi die einzelnen Fahrten in der Karte erscheinen. Zur Authentifizierung wird KeyCloak verwendet, das ein gängiges Authentifizierungs-Backend ist, damit man sich nicht um die Benutzerverwaltung kümmern muss und Passworterstellung und so weiter. Frontend ist React, ein JavaScript-Framework für Single-Page-Applikationen. Und als Reverse-Proxy ist Traffic integriert, aber hier kann natürlich jeder den Reverse-Proxy seiner Wahl integrieren, wenn vielleicht eh schon andere Dienste auf dem verwendeten Server laufen. Hier sehen wir die Architektur. Rechts, wie es im Browser aussieht, grob skizziert. In der Mitte die API und links das Backend. KeyCloak wird über die Login-API angebunden. Hier sehen wir die Tiles, die abgerufen werden und dann in der Karte landen. Also zum Beispiel die grüne Linie kommt über so einen Tiles-Request im Format PBF. Das steht für Protocol Buffer Binary Format. Das ist so das Standardformat, was OpenStreetMap verwendet, um die Kacheln zwischen Server und Client auszutauschen. Dann die ganzen anderen Daten aus der Datenbank kommen über verschiedene API-Calls, Statistik, Users, Tracks, um dann auf der Webseite entsprechend dargestellt zu werden. Und natürlich das Frontend mit gerenderten HTML, JavaScript und CSS.
Hier sehen wir so einen Visualisierungsauszug. In Rot der Track, der vom Fahrrad gefahren wurde. Darin mit Punkten der Überholabstand, auch farblich hervorgehoben. Grün, da war der Abstand ausreichend genug. Gelb, Abstand war so mittel und Rot weniger als ein Meter. Und das ist dann echt viel zu wenig. Der Track ist jetzt quasi nur für den Nutzer sichtbar, der ihn selber hochgeladen hat, weil da genau eben drin steht, von wo nach wo hat er sich bewegt. Es gibt eine Kombination aus allen Tracks, die ist dann öffentlich. Da sind allerdings dann die einzelnen Spuren nicht sichtbar, sondern nur noch die Überholabstandspunkte. Und die Straße wird noch farblich hervorgehoben, wie gut der Durchschnitt so ist beim Überholen. Und so entsteht dann nach und nach eine Heatmap, wie fahrradfreundlich ist die Stadt und wo kann man noch optimieren. Hier mal ein Auszug aus Augsburg und Darmstadt. Wir sehen den großen Unterschied, liegt darin, dass Augsburg erst seit diesem Winter aktiv ist und Darmstadt schon 2 Jahre länger. Die waren schon viel fleißiger beim Datensammeln, aber es wird nach und nach und jede Woche kommt in Augsburg auch mehr dazu. Jetzt schauen wir mal kurz selber in das Portal rein. Und wie schon erwähnt, der ADFC Baden-Württemberg hostet auch gleichzeitig die Messwerte für Bayern. Darum haben wir unsere Daten auf den Server vom ADFC Baden-Württemberg hochgeladen. Wenn man auf die Seite geht, sehen wir erstmal Statistiken. Da sind bisher 42.800 Kilometer an Tracklängen zusammengekommen. Mit insgesamt 45.000 Überholvorgängen, die mit Knopfdruck bestätigt wurden. Und 123 Mitglieder haben für die ganzen Daten gesorgt. Hier können wir auf Map klicken, dann zoomt die Karte gleich mal auf Baden-Württemberg und Bayern. Ihr wundert euch vielleicht, warum ist hier nichts sichtbar. Weil das so viele Messwerte sind, werden die erst ab einer bestimmten Zoom-Stufe geladen. Es gibt aber einen Feature-Request in einem Feature-Branch. Da wird dann demnächst schon mal farblich hervorgehoben, in welcher Region überhaupt Daten vorhanden sind, damit man nicht hier wahllos reinzoomen muss. Wir gehen mal nach Augsburg. Und wir sehen hier oben die Zoom-Stufe und erst ab Zoom-Stufe 12 werden Daten erscheinen. Jetzt dauert es ein bisschen, weil der Client den Request absendet, um die Daten zu holen. Das dauert manchmal weniger, manchmal mehr, je nach Internetverbindung. Und ich sehe noch, es ist momentan deaktiviert, dass irgendwas überhaupt angezeigt wird. Das heißt, wir klicken jetzt mal auf Event Points, da sehen wir die einzelnen Überholabstandsmesswerte. Und wir können zusätzlich noch Road Segments anklicken, um dann die Straßenbereiche farblich zu sehen. Ohne Überholpunkte sieht es dann so aus. Und dann bekommen wir ein grobes Gefühl, wo sieht es gut aus mit den Überholabständen bisher und wo sieht es eher schlecht aus. Ich weiß nicht, wer ortskundig ist. Hier in der Jakober Vorstadt ist ziemlich rot. Da ist die Jakober Straße, Jakober Tor, die Ecke. Da ist dunkelrot. Und wenn wir mal draufklicken, geht hier rechts so ein Fenster auf. Da sehen wir, die Straße heißt jetzt bei der Jakobskirche auf diesem Abschnitt, ist One-Way, also Einbahnstraße. Es gibt auf der linken Seite 5 Messungen und rechts 3. Der Median links war 0,74 Meter, also 74 cm viel zu gering, daher auch rot. Und der Durchschnitt 1,14 Meter. Maximum 2,60 Meter, das heißt mindestens eine Person hat mit ausreichendem Abstand überholt. Hier auch grafisch aufbereitet, sodass man sich schnell einen Überblick verschaffen kann. Genau.
Dann gibt es noch die Tracks-Seite. Da kann man dann, wenn jemand öffentlich seine Tracks veröffentlicht hat, kann man sich die hier einzeln anschauen, aber das ist kein Muss, sondern ja, jeder kann auch die Tracks privat halten. So viel zur kurzen Demo. Dann sind andere Visualisierungen auch möglich. Man kann Heatmaps erstellen oder verschiedene Arten von Diagramme oder hier so eine Punktewolke, was den Abstand zeigt. Man kann die Daten aus dem Portal exportieren in GeoJSON oder Shapefile, um sie mit verschiedenen Geo-Tools zu verarbeiten. Man kann allerdings auch mit TruePyTer Auswertungen fahren. Hier haben wir ein Beispiel aus Lübeck. Da wird mal gezeigt, wie gut ist der Überholabstand in Abhängigkeit von dem eigenen Abstand, den man nach rechts einhält. Also auf der X-Achse haben wir den Abstand nach rechts und auf der Y-Achse den Abstand nach links. Und wir sehen, je weiter man in der Mitte fährt, also weiter den Rechtsabstand höher hat, desto mit mehr Abstand wird man auch überholt, weil dann die Autofahrer wohl eher in so einen Überholmodus einschwenken und wirklich grob ausscheren und mit größerem Abstand am Fahrrad vorbeifahren. Noch kurz, bevor wir zum Schluss kommen, ein Blick nach Augsburg. Wir haben 12 Sensoren in diesem Winter zusammengebaut in den Workshops. Einige davon werden jetzt auch vom ADFC Augsburg verliehen. Das heißt, wer mitmachen will, kann sich melden und wir tauschen die Sensoren durch, sodass jeder mithelfen kann, dass neue Strecken abgedeckt werden und dass möglichst das ganze Stadtgebiet bald abgedeckt ist. Ziel ist, möglichst viele Daten zu sammeln, Schwachstellen aufzeigen und dann mit den gewonnenen Daten auf die Stadtregierung zugehen, um eine bessere Infrastruktur hinzubekommen, vielleicht Vorher-Nachher-Messungen machen. Wir hatten auch schon den Fall, also ich habe Kontakt mit Leuten aus Ulm, die haben sogar Kooperationen mit der Stadt, wo es darum geht, bessere Radwege zu bauen. Dann werden Vorher-Nachher-Messungen durchgeführt und dann kann man hier die Daten auswerten. Es gibt Kampagnen, die auf den Abstand hinweisen, weil nicht jeder weiß es. Zum Beispiel hier Werbeanzeigen am Bus oder diese Geschwindigkeitsmessanlagen wurden in Dachau zum Beispiel umprogrammiert, dass sie auf den Überholabstand hinweisen. Ja, das Ganze ist ein Mitmachprojekt, darum ist jeder herzlich eingeladen, von euch auch als Fahrer sich zu melden oder als Bastler, wenn man lieber Hardware bastelt oder Software bastelt oder die Geräte weiterhin am Laufen hält. Dann werden Entwickler natürlich online gesucht, die mithelfen, die Software zu verbessern, Data Scientists, um Auswertungen zu fahren und ja, jeder kann mitmachen, sich gerne melden, entweder per Mail an obs@adfc-augsburg.de, das landet dann bei mir, oder über die openbikesensor.org Webseite fürs zentrale Projekt. Das war's vom Vortrag. Danke fürs Zuhören und gerne noch Fragen stellen oder nach vorne kommen und das Gerät anschauen. Dankeschön. So, gibt's Fragen? Ja? Ist es grundsätzlich so, dass man selber bestätigen muss, dass Überholvorgang eingeleitet wurde von jemandem, oder kann der auch autonom Überholvorgänge erkennen? Guter Punkt, das Autonome funktioniert leider nicht, weil es kann ja alles Mögliche im Weg sein von dem Ultraschallsensor. Es können Bäume sein, andere Menschen, andere Radfahrer, Ampeln, Autos, je nachdem, wo der Radweg ist. Also darum ist es nur möglich mit dem Knopfdruck. Genau. Okay, vielleicht da hinten. Genau. Organisiert ihr demnächst noch eine Sammelbestellung für Komponenten? Es gibt mehrere Interessenten, von daher ja, wahrscheinlich. Meld dich gern bei mir, dann nehmen wir dich damit auf. Da war noch eine Frage. Ja. Wie groß ist denn die Entwickler-Community? Hardware, Software insgesamt? Müsste ich jetzt lügen. Am besten mal bei GitHub schauen. Ich denke mal mindestens 5 bis 10 Leute, die regelmäßig was machen und dann Leute, die ab und zu was beitragen. Genau. Sonst noch Fragen? Ansonsten hätte ich noch eine. Ja. Ihr habt Anfang des Jahres angefangen, richtig? Genau. Habt ihr vielleicht von anderen Städten
Kennst du da Erfahrungsberichte, wie die Zusammenarbeit mit der Stadt abläuft? Oder vielleicht auch mit der Presse? Ja. Du hast ein ja. Beispiel vorher genannt. Ja, genau. Ulm hatte ich genannt. Tatsächlich in NRW ist auch noch eine Stadt sehr aktiv, die auf die Community zugeht und sich da spezielle Straßen wünscht, die abgefahren werden. Also da, man merkt, es ist in vielen Kommunen der Wille da. Ich glaube, bei Ulm, südlich von Ulm, in Roggenburg, da gibt es auch eine sehr aktive Gemeinde. Presse berichtet auch immer wieder drüber. Also es besteht reges Interesse an dem Thema. Okay. Sehr interessantes Projekt. Dann nochmal Applaus für Michael.